Mein Name ist Thomas Garaio, ich bin von der Oxon. Das ist eine kleine Firma aus dem Raum Bern. Wir haben einen Mix von verschiedenen Kompetenzen in einem kleinen Team. Es ist quasi eine Innovationsagentur. Es sind jetzt 14 Leute, 3 Elektroingenieure, verschiedene Softwareingenieure, Industriedesign, Grafikdesign. Das ist alles in-house und wir entwickeln kleine Produkte für verschiedene Märkte. Zum einen im Gesundheitsmarkt, zum anderen im Bildungsmarkt. Ich habe hier die Oxocard Connect. Diese kleinen Computer bestehen aus einem TFT-Display, einem Joystick und haben hier einen Expansion-Port. Darüber kann man Breakout-Boards verbinden. Es gibt verschiedene Karten, die man da einstecken kann. Also zum Beispiel hier jetzt eines mit Sensirion-Sensoren. Wenn ich das hier einstecke, erkennt die Karte automatisch dieses Board und startet dann ein Programm. Das Ganze ist als Source Code verfügbar. Also ich kann all diese Programme anpassen, schauen, wie das entwickelt worden ist. Ich kann zum Beispiel eine eigene Sensoranwendung entwickeln, mit Breakout Boards verschiedene Experimente machen, indem ich eben hier das einstecke und dann mit einer Online-Umgebung programmieren kann. Der Einstieg ist extrem einfach. Ja, es braucht nicht mal einen Computer. Aktuell bieten wir diese Karte mit Sensoren von Sensirion an. Diese Karte hat 3 verschiedene Sensoren, CO2-Sensor, VOC und Stickoxid-Sensor und Temperatur- und Feuchtesensor. Alles auf einem Board, alles zum Evaluieren. Es gibt ein weiteres Board von der Firma ST Microelectronics, wo wir einen Time-of-Flight-Sensor haben, der ein Array von 8 auf 8 Pixel 3 Meter Distanz abtasten kann, also sehr präzise. Und so kann ich 3D-Bilder zum Beispiel machen, so Tiefenbilder. Die Programmiersprache heißt NanoPy. Ich wollte eine einfache Sprache entwickeln, die so einfach ist wie Python, aber so leistungsfähig wie C++. Die Sprache ist vereinfacht und optimiert für Microcontroller. Es gibt viele, die natürlich sagen, ja, Python, da gibt es auch eine optimierte Version für Microcontroller, die heißt MicroPython, ist sehr beliebt. MicroPython ist aber eine dynamisch typisierte Sprache mit dynamischem Speichermanagement. Und das ist etwas problematisch bei kleinen Geräten mit wenig Speicher und wenig CPU-Leistung. Wenn man einen Computer nimmt, ist das überhaupt kein Problem, einen Server, wo man unendlich Speicher und CPU-Leistung hat. Aber auf diesen kleinen Geräten ist es eben ein Problem. Deshalb ist NanoPy eine Sprache, die statisch typisiert ist und ein statisches Speichermanagement hat. Damit können wir sehr viel schnellere Ausführungszeiten erreichen und eine hohe Stabilität im Langfristbetrieb. Und unser Debugging ist sehr cool. Damit kann man Programme ganz stark verlangsamt anschauen. Das funktioniert über Wi-Fi. Der Debugger läuft in einem Browser und ich kann diesen Browser sehen, Schritt für Schritt, wie dieses Programm abläuft. Wie überhaupt Programmieren funktioniert, was Variablen sind, Schleifen, Bedingungen, all die Konzepte der Programmiersprachen. Ich kann aber auch hinter die Kulissen dieser teilweise komplizierteren Beispiele schauen und schauen, wie der Entwickler zum Beispiel einen Sensor angeschlossen hat oder wie man eben so eine coole UI-Anwendung machen kann. Ich kann das anschauen, ich kann dort Konzepte kopieren und dort weiterentwickeln. Zu NanoPy gibt es ein Buch. Es gibt 13 fertige Beispiele, die man einfach installieren und ausprobieren kann. Man geht nicht von einem aufbauenden Modell aus, sondern man kann fixfertige Beispiele anschauen, wie der Entwickler das gelöst hat. Deshalb ist es auch spannend für Profi-Entwickler. Also man kann es in vielen Online-Shops kaufen, also zum Beispiel Brack, bei Oxocard.ch, Oxon.ch. In Deutschland und im EU-Raum gibt es den Heise-Shop des CT-Magazins, die unsere Produkte vertreiben. Sicher, ein Learning ist, weniger ist mehr. Wenn man etwas macht, sieht man immer, was, das könnte man und das und das und das und das. Und irgendwann muss man einmal sagen, das ist jetzt fertig, Stopp. Mit dem will ich jetzt auf den Markt gehen. Das Engineering ist wahrscheinlich 10%, dann braucht es noch einmal 90% Zeit. Auch Geld und Aufwand, um das Produkt dann wirklich zu lancieren am Markt. Aber what's next? Es geht weiter in sehr großen Schritten. Es werden sehr viele verschiedene Breakout-Boards entstehen. Die ganze Hardware, die wir hier sehen, ist Open Hardware. Wir möchten die Community auch motivieren, selber solche Breakout-Boards zu machen. Es wird im Bereich von der Sprache NanoPy noch weitere Innovationen geben, die ganz viele Entwickler freuen wird. Es wird sehr, sehr spannend werden, ja.